Hallöchen Leute, Pete hier mit einigen wichtigen Informationen. Punkt Nummer 1 ist, es wird kein gewöhnliches Star Wars Let's Play geben. Im Grunde eigentlich überhaupt gar kein Star Wars The Old Republic Let's Play. Aus folgendem Grund. Ich habe angefangen zu spielen, ich habe ungefähr 2 bis 3 Stunden aufgenommen und ich hatte keinen Spaß daran aufzunehmen bei diesem Spielen. Es gibt viele Laufwege, es gibt viel Downtime. Ich kann nicht die ganze Zeit mit den anderen im TS oder im Sprachchat sein, weil die zu vollkommen anderen Stellen leveln, selbst ihre Story haben und teilweise über andere Games quatschen, während ich hier The Old Republic zock. Deswegen müsste ich bei der Let's Play-Aufnahme außerhalb vom Sprachchat sein und würde dann hier einfach nur alleine durch die Gegend rennen. Und dafür ist dieses Spiel nicht das richtige Genre für mich. Also es macht mir dabei einfach keinen Spaß aufzunehmen. Tut mir leid, da wird es dementsprechend nichts geben. Was wir vielleicht machen werden, ist später bei den Inis oder Flashpoints einfach mal mitzufilmen, wenn wir dann gemeinsam tatsächlich auf einer Stufe sind und sowas ein bisschen zu machen. Vielleicht auch zwischendurch so Spezialvideos, wie sind die Raumschlachten und so weiter und so fort, aber kein normales Let's Play. Eine andere Sache, wir gehen auf die Weihnachtstage zu und das bedeutet, dass wir deutlich weniger Zeit haben für unsere Videos, weil jeder von uns natürlich nach Hause fährt zu seinen Eltern und die Familie besucht, teilweise 1 bis 2 Wochen. Und es ist nicht so, dass wir für jedes Projekt so viel im Vorfeld gefilmt haben. Ein paar nehmen ihren Rechner mit. Ich nehme beispielsweise meinen Rechner mit zu meinen Eltern, um damit ich Skyrim nicht pausieren muss, obwohl Skyrim auf 15 Minuten runtergeht von 30 Minuten. Terraria versuchen wir über 30 Minuten zu halten. Nur worauf ich euch schon mal einstellen möchte. Es ist gut möglich, dass mal an einem Tag kein Video von einem Projekt kommt. Was weiß ich von welchem. Vielleicht mal kein Video von Battlefield, vielleicht mal kein Video von Dungeon Defenders, ich weiß es nicht. Wie es eigentlich immer unsere Politik ist, wir versuchen, zu jedem Projekt täglich ein Video zu machen, das aktuell ist. Aber gerade in der Weihnachtszeit werden wir es noch weniger garantieren können als sowieso schon. Gut, damit sind die ganzen schlechten Nachrichten, wenn man denn so will, abgehakt. Ich möchte hier, wenn wir gerade mal so unter uns sind, hier nochmal die Gelegenheit nutzen, um euch zu danken für alles. Wir haben ja weiterhin recht zügig steigende Abonnentenzahlen. Auch mit den Abrufzahlen bin ich natürlich mehr als zufrieden. Ihr seid tolle Zuschauer, weil ihr viel kommentiert und vor allen Dingen auch bei den Projekten bleibt. Es ist früher vor allen Dingen so und ich sehe das auch teilweise bei anderen, dass bei Einzelspielerprojekten auch am Anfang viele zuschauen und dann mit der Zeit immer viele abspringen. Klar haben wir bei unseren ersten und zweiten Videos immer viel mehr Aufrufe als sonst. Aber so ab der dritten, vierten stabilisiert sich das dann und dann auf einem recht guten Niveau. Und ich finde toll, dass ihr am Ball bleibt. Und deswegen versuchen wir natürlich auch täglich neue Inhalte zu liefern. Also bleibt so, wie ihr seid. Wir machen weiter, also es ist jetzt nicht so, als wenn wir hier eine 2 Wochen Pause einlegen würden oder so, das wäre ja Quatsch. Wir machen weiter, versuchen so viel zu bringen wie möglich, auch über die Weihnachtstage. Vielleicht schaffen wir es ja noch so ein kleines Special zu machen, vielleicht so zu Weihnachten oder zu Neujahr, mal schauen. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und hoffentlich für euer Verständnis. Und wir sprechen uns. Ciao.